Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6 mit unserer ersten Staffel und der nun 37. Folge am 19.09.21 in der Vorproduktion. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. 4 Wochen ist es her, dass es hier weiterging. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Chris A. Denn Chris A. hat, ich bin aus meiner Liste rausgerutscht. Wer wann denn? Moment, muss mal raustappen hier. Am 17.11.2020 hat er ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Herznummer 382. Chris A. verschwindet jetzt aber wieder und ich blende nochmal das Interface aus. Kurze Erklärung, heute mal ohne Cam. Mir ist ein kleiner Rasierunfall passiert. Ich habe mich so blöd unter der Nase geschnitten. Man würde denken wollen, ich würde ein politisches Statement absetzen wollen, wenn ich das hier so in die Kamera halte. Und das ist natürlich nicht in meinem Sinne. Auch von meiner Orientierung her überhaupt nicht. Von daher, verzeiht mir bitte, die nächsten Folgen werden ohne Livecam sein. Aber wir blicken hier auf unsere letzte Baumaßnahme, beziehungsweise gigantische Umbaumaßnahme. Wir haben ja die komplette Agrarkultur in den Süden der Stadt gezogen. Einiges einiges an Industrie haben wir hier drüben auch neu aufgezogen. Die modernere Industrie, die halt möglichst nah an den Wohnhäusern liegen soll. Und wir haben, wie ihr es gerade schon gesehen habt, immer noch finanzielle Probleme, immer wieder mal. Aber ich will da mal ein paar Schritte einleiten. Habe ich den Timer gestartet? Ja, habe ich. Gut. Ein paar Schritte möchte ich einleiten. Wir gucken mal erstmal gemeinsam in den Almanach. Es sieht natürlich immer noch katastrophal aus, was das hier angeht. Die meisten Leute sind obdachlos, weil sie arbeitslos sind. Und wir gucken uns das mal an. Die meisten von denen sind Ungebildete. Die wiederum waren ja vorher in der Agrarindustrie tätig, also im Agrarwesen tätig. Und ich habe doch jetzt so viele Hydrokulturen anstelle der Farmen gebaut. Diese ganzen mittellosen Leute und ungebildeten Leute, die werde ich demnächst noch, hoffentlich noch in dieser Woche, in den Tourismus einfließen lassen, dass sie dort wieder eine Anstellung genießen können. Sobald sie dann nämlich auch Geld haben, können sie sich auch Wohnungen leisten. Denn wenn wir nochmal in den Almanach auf die Startseite gehen, dann sehen wir bei den Obdachlosen, dass wir sehr, sehr viele Wohnungen eigentlich so an sich noch frei haben. Die meisten bei Arm. Für 21 Familien. Das heißt, für 40 Leute. Und ich baue natürlich noch mehr. Das ist kein Thema. Bevor es aber losgeht mit diesem noch mehr Bauen, habe ich jetzt mal ein bisschen was überlegt. Wenn wir uns mal die Einnahmen angucken, bei den Exporten, alles gut. Exporte sind wirklich gigantisch gut geworden jetzt so durch unsere neuen Produkte. Alles okay. Aber die Mieteinnahmen, 64.000, übersteigen noch lange nicht die Löhne, beziehungsweise sind noch lange nicht nah dran. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich ja mal die Budgets hier geändert hatte. Und hier genauso. Und jetzt gucke ich aber mal mit euch gemeinsam in die Zufriedenheiten rein. Und dann gucken wir uns mal die Wohnqualität an. Die ist bei 84 Punkten von maximal möglichen 100. Die Wohnungszufriedenheit der Bürger wird durch die Wohnqualität ihrer Wohnstätte bestimmt. Und jetzt kommt der ausschlaggebende Punkt. Bürger bauen und leben in Hütten, wenn sich in der Nähe ihres Arbeitsplatzes keine freie Wohnung befindet oder sie sich diese nicht leisten können. Das mit dem leisten können hatten wir ja gerade schon, aber größtenteils dieses Ding immer noch, dass sie am liebsten dort wohnen, wo sie arbeiten. Alles gut und schön. Dieses dort wohnen, wo sie arbeiten, kann man auch gut umgehen, wenn man eine ausgewogene Infrastruktur hat mit Bussen, U-Bahn etc. Das Thema hatten wir ja schon noch und nöcher und wir hatten das auch schon nachgewiesen teilweise. Aber teilweise hat es dann wieder doch nicht funktioniert, weil die Leute, die bei Bus und Bahn arbeiten, nicht zur Arbeit gekommen sind. Das war ja das Hauptproblem. Das ist eigentlich so an sich der ganze Clou an der ganzen Geschichte. Und ich würde jetzt aber auch sagen, bei 84 Punkten kann ich es mir mal erlauben, die Budgets sämtlicher Wohnhäuser um eine Stufe zu senken. So, da mache ich nämlich auch mehr Gewinn, habe auch einen stetigeren Zuwachs und muss halt nicht immer nur auf die Exporte hoffen, die ja nun auch nicht monatlich kommen, sondern vierteljährlich. So, das war das eine. Das nächste wird sein, was ich mir gerade schon mal ausgehend angeguckt habe. Hier waren noch Parkdecks im Bau, ne? Genau, okay. Das nächste wird sein, ich möchte jetzt auch mal Hydrokulturen für Gummi endlich einrichten. Und da ich noch nicht weiß, was die für Effekte haben werden, versuche ich die so zu platzieren, dass sie nach Möglichkeit auch die anderen Hydrokulturen mit in ihrem Radius drin haben. Wir wissen ja noch nicht, was für Bonus
die Gummihydrokulturen bringen. Außerdem wird dieser Golfplatz jetzt hier mal umplatziert. Neu platziert. Den möchte ich hier drüben irgendwo mal reinquetschen. Vom Radius her ist es eigentlich... Ja, vom Radius... Moment, also... Mann! So. Vom Radius her sehen wir schon, ist es eigentlich so an sich fast das Gleiche. Die meisten Wohnhäuser sind ja eh hier oben und der Golfplatz ist ja für die Wohnhäuser da. Von daher ist ja ein gigantischer Radius. Da kann ich mir das auch mal erlauben, das jetzt einfach hier reinzusetzen. Direkt in der Müllkippe, okay? Die Müllkippe selbst wird aber nochmal umgezogen. Da sage ich jetzt bitte, setz die mal irgendwo hier hinten in die Pampa rein. Möglichst so. Ja, so. Dann haben wir hier noch ein Parkdeck, was jetzt einmal umziehen muss. Und die Recyclinganlage geht dann direkt gleich daneben. Jetzt muss ich mal kurz warten, bis die Umzugsarbeiten schon mal teilweise abgeschlossen sind. Dann kommt nämlich jetzt hier die Recyclinganlage rein. Wunderbärchen. Da muss noch ein Stück Straße weg. Vorerst. Und dann kann ich auch gleich noch ein paar Hütten wieder abreißen. So, 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 so. Wunderbärchen. Krankenhaus daneben. Und noch ein Apartment. Ach du, was? Ich habe noch Apartments? Bin ich des Wahnsinns? Weg. Steht sowieso leer. Kosten unnötig Geld. Alles klar. Das wiederum bedeutet, ich darf jetzt hier auch eine Straße durchziehen. Und hier hinten bedarf es dann auf jeden Fall noch einer U-Bahn. Wie ich persönlich finde. Die quetsche ich hier irgendwo noch rein. Möglichst so. Zack. Da kommen die Leute hier nämlich auch besser zu ihrer Arbeitsstätte hin. Achso, und wegen dem Parkdeck, da müsste ich natürlich dann auch... Oh nö, jetzt geht das hier nicht. Moment. Na! Mir fehlt immer nur so ein Blaupausenmodus oder halt eine andere Möglichkeit, Straßen zu setzen. Jetzt habe ich schon wieder keine Knete. Och Mann. Okay, wir beschleunigen die ganze Geschichte mal. Oh, die ganzen Transporter sind unterwegs in Massen. Wir haben wieder Knete. Yippie. Es fehlt an Strom, das kann aber nicht sein. Das ist eine Lüge. Das glaube ich nicht. Okay, da muss ich die leider so ziehen, die Straße. Gut, hätte ich sofort nicht abreißen brauchen. Alles klar. So, zum Thema Strom. Gucken wir mal rein. Na gut, okay. Vielleicht haben sie doch recht gehabt. Oh, was fehlt denn hier alles? Ach du Jemini. Es fehlt... Sorry, verschluckt. Es fehlt mal wieder noch und nöcher an Mais. Zu wenig Angestellte drin. Ja, gut. Müssen wir daran arbeiten. Aber jetzt ist die Frage, was fehlt hier alles? Dir fehlt es tatsächlich an Zucker. Das ist gerade noch in der Mache. Dir fehlt es logischerweise auch an Zucker. Und dir fehlt es an Baumwolle. Ist jeweils alles in der Mache. Müssen wir ein bisschen warten, bis sich das hier drüben alles einpendelt, weil wir haben es ja relativ frisch gesetzt erst. Okay. Geld. Geld haben wir da. Ich würde gerne hiervon ein neues Gebäude platzieren für sehr teuer Geld. Mit Leertaste komme ich ja auf einen Sprung hier raus. Und wir haben gesehen, die Dinger brauchen anscheinend keine Angestellten. Was mich immer noch hart verwundert. Das heißt aber auch gleichzeitig, ich kann mir das erlauben, die hier reinzusetzen, ohne den Waldbestand hier zu mindern. So. Das muss dann erstmal kurz laufen. Damit wir da wieder einen Strompuffer haben. Ach, wisst ihr was, ich mache hier einen Schnellbau. Komm, die 9000 darf ich mir mal gönnen. So. Ist die Schicht auch durch, wunderbar. Hey, Moment mal, jetzt brauchen die ja doch Angestellte. Hey! Das war so nicht abgesprochen. Die brauchten vorher keine. Verflucht! Na. Menno. Highschool-Absolvent. Haken, okay. Habe ich hier irgendwo relativ in der Nähe auch eine U-Bahn? Moment. Nee, das ist der falsche. Hier. Dann da. U-Bahn? Schiete. Okay, wir brauchen noch eine U-Bahn. Narf. Quetsch schon hier rein. Ja, so, okay. Dann brauche ich jetzt hier natürlich noch Angestellte drin. Denn ohne die Angestellten kriegen wir hier auch keinen Strom ran. Schackzack, Blaupause für den Yachtclub. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt schon einen Stromüberfluss. Moment, wie viel machst du insgesamt? 500. Nee, da muss ich noch kurz warten. Ich will die nämlich umplatzieren. Damit wir hier unten einen etwas schöneren Abschluss für die Siedlung hinbekommen. Vielleicht sogar noch die Transportbüros ein bisschen umsetzen. Denn ich bin mit der Wohnsituation hier oben noch komplett unzufrieden, ehrlich gesagt.
Na gut, du kannst hier schon mal weiter umbauen. So, ein bisschen Unterhaltungszentrum da oben reingequetscht. Diese U-Bahn-Station muss ein bisschen umziehen. So. Ach, die ganzen Hütten hier überall. Die Hütten. Junge, Junge, nee. Okay. Wie sieht's hier aus mit dem Gummi? Es kommen keine Arbeiter so richtig. Doch hier. Ich will nämlich auch gerne die Baubüros umziehen lassen. Die voll besetzt sind, was schon mal gut ist. Gebäude, Hütte zerstört. Ja, ist doch gut so. Ja, mach weg das Ding. Brauch hier kein Schwein. Was haben wir hier? Tropico zuerst. Einwanderungsbehörde. Sie funktioniert nicht. Was? Universitätsabsolventen fehlen. Nein. Erhöht die Chance auf Einwanderer mit Highschool-Universität? Haben wir ja schon so viele. Erlaubt alle Immigration und erhöht die Immigrationsrate bei Basiseffizienz um 50%. Nee, danke. Nee, die Einwanderungsrate muss erstmal niedrig bleiben. Wir haben so schon zu wenig Platz für die Leute. Okay, gut. Lass mal wieder weiterlaufen, ne? So, kleines bisschen Rumgeschwenke hier. Wie sieht's aus hier? Jetzt seid ihr voll drin. Wunderbar. Dann ziehst du jetzt hierhin um. Ja, doch. Zack. Wir warten noch kurz, bis hier noch Arbeiter drin sind. Wunderbar. Dann ziehst du jetzt auch hierhin um. Geht nicht? Warum geht das nicht? Ah, hier geht's. Gut. Mehr brauche ich nicht. Alles klar. Das heißt, wir haben hier wieder einen wunderbaren Platz drin. Die Polymantei. Die Polymantei. Kriege ich dich hier irgendwo reingequetscht? Nö. Dann kommst du gleich da drüben hin, nachdem ich die Straße verlängert habe. So, Polymantei. Zack. Ich meine es nicht abwertend. Ich meine es eher liebevoll, dieses dieser kleine Spitzname für Polizei. Warum macht denn jetzt hier? Jetzt nicht mehr, okay. Die Feuerwehr müsste da schon bleiben, wo sie ist. Ich will sie bloß hier noch ein bisschen rein integrieren in den Straßenverlauf. Und dann brauchen wir aber noch eine. 20.000. Ah, nee. Zack. Hier nochmal 20.000. Kriege ich die hier reingequetscht? Das sieht grundsätzlich okay aus. Ja, doch. Und jetzt wandern die Baubüros aber um. Die Baubüros kommen mir bitte eins hierhin. Was? Warum nicht? Ach, jetzt fehlt das Geld. Ach, deswegen war das vorhin so. Alles klar. So, Baubüro 1. Baubüro 2. Und die Straße muss ich da natürlich noch einmal durchziehen. Falsches Ding. Hier. Yeah. So, jetzt kommen die auch zur Arbeit. Eine Busstation habe ich hier, ne? Ja, hier ist eine Busstation. Wunderbar. Okay, das heißt, wir können dieses Chaos hier drüben mal ein bisschen aufräumen. Kommt hier noch eine Straße durch? Nee, es geht gar nicht mit der Straße. Nein! Hä? Ach, ich hab... Oh. Na, klasse. Nicht genügend Geld, okay. Da habe ich jetzt umsonst Geld ausgegeben. Da ist nämlich eine Bushaltestelle davor. Die hier. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier nicht die Option gibt zu sagen, ich nehme jetzt die und setze die direkt, wenn ich die auswähle. Die möchte ich umsetzen, ob mehr nicht. Da muss ich das anders machen. Da muss ich jetzt hier sagen, mach die Bushalte da. Dann hat er hier wieder einen Straßenzugang. Sehr schön. So. Mach hier erstmal. Da müssen wir gucken, dass ich hier irgendwo... Hier. Hier darf ich. Okay. Jetzt hat er auch einen Anschluss für die Feuerwehr. Wunderbar. Diese Feuerwehr ist eigentlich... Ach, Mist. Die hätte ich komplett umsetzen können. Oder? Ah, doch nicht. Gut, das habe ich schon geguckt. Ja, die ist eigentlich nur dazu da, um hier drüben alles zu schützen. Vorzubeugen. Und diese Feuerwehr... ist dann hier für den neuen entstehenden Wohnbereich, der da noch kommen soll, zuständig. Die Universität ist hier, die Highschool ist da. Ach ja, hier, wir haben zu wenig Professoren. Ja, toll. Okay. Gehirn verkauft sich jedes Mal, wenn ein Student Abschluss besteht, 300. Okay, nee, das braucht man nicht. Hier war noch das Kino, okay. Hier ist die eine Polizei, da ist die andere Polizei, hier ist eine Polizei. Ich glaube, so langsam kriege ich hier ein bisschen Struktur rein. Das ist schon mal wünschenswert, wie ich persönlich finde.
Ich finde ja, eine weitere Taverne dürfte hier drüben stehen. So. Und dann gucken wir hier nochmal durch. Ja, die stehen größtenteils leer, weil wir haben echt nicht so viele Wohlhabende und Reiche, ne? Ich brauche eigentlich mehr Apartments, die bestenfalls gut platziert sind. Die hier sind zum Beispiel gar nicht gut platziert. Dann setzen wir doch wieder hier ein Apartment rein. Das ist sehr gut platziert, okay. Wie sehen die hier hinten langsam aus? Okay. Na gut, ich glaube, ich muss es noch ein bisschen laufen lassen. Wie sieht es jetzt aus hier mit dem Gummi? Warum hast du keinen Anschluss? Ich sag mir nicht, da ist eine Bushalte. Doch, da ist eine Bushalte. Na toll. Okay, welche ist es? Ich glaube die hier. Ja. Dann setzen wir hier die Halterstation um. Ich würde die gerne auf der anderen Straßenseite haben. Wie geht das nochmal mit Drehen, ne? Ja, genau, okay. Zack. Wunderbar. Und jetzt gucken wir, was die hier können. Fast natürlich. Hatten wir, glaube ich, überall, ne? Genau. Aber die Modi. Größere Eimer senkt die Anzahl offener Stellen um 1, erhöht die Effizienz um 20%. Außerdem senkt die Unterhaltskosten von Farmen und Mastbetrieben in der Nähe um 3. Haben wir hier nicht, von daher reicht es, wenn ich jetzt einfach den hier mache. Was wiederum bedeutet, wir brauchen hier auch weniger Angestellte. Was so an sich okay ist. Obwohl wir ja eigentlich von den mittleren Bildungsgrad sehr, sehr viele Leute haben. Ne? Aber das Gute ist, wir kriegen jetzt Gummi ran. Und wenn wir Gummi ran bekommen, dann können wir auch endlich in der Industrie auf die... Wo ist sie denn? Fahrzeugfabrik gehen. Wir brauchen Stahl dafür und Gummi, um Fahrzeuge herzustellen. Verursacht natürlich Umweltverschmutzung, das ist klar. Und ich denke, ich werde bald nochmal eine weitere Recyclingstation errichten müssen, wenn es so weitergeht. Kostet mich jetzt 22.000, benötigt 10 der Stufe 2 gebildete Leute, 50 Strom wird auch noch benötigt. Kriegen wir dich direkt hier reingequetscht? Sieht schon mal ganz gut aus. Oder ich quetsche dich einfach hier rein, weil die Straßenanbindung kriege ich hier sowieso nicht mit der Nachbaranbindung schön überkreuzt. Warte mal, würdest du auch so hier reinpassen? Was ist denn so? Meine Maus ist hypersensibel zurzeit. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Hat die ihre Tage? Keine Ahnung. Sorry. So, machen wir erstmal so. Wir gucken nochmal wegen Stahl. Verkaufe ich den? Ich hoffe nicht. Also mittlerweile hoffe ich nicht. Stahl, Stahl, Stahl. Wo ist er? Hier. Doch, ich verkaufe ihn eigentlich, aber wir nehmen ihn jetzt raus. Genauso wie ich auch Gummi rausnehme. Geh wie Gummi. Hier. Zack. Denn ihr habt schon gesehen, Autos 40.000 aufwärts. Also 40.000 ist gerade der Mindestpreis und da geht natürlich noch mehr. Was ja schon mal ganz schön ist. Lassen wir die Schicht erstmal laufen. Vom Strom her sieht es okay aus. Und euch fehlt schon wieder was. Ach, genau. Ich wollte... bei den Werften jetzt für sehr teuer Geld die Schweißanlagen hinzufügen, sodass die Boote nicht mehr nur aus Planken hergestellt werden können, sondern, wie hier in der Beschreibung steht, auch aus Aluminium. Denn ihr erinnert euch vielleicht noch, wir produzieren zurzeit Aluminium. Oder? Warte mal, was brauche ich eigentlich für Aluminium? Verdammt! Warte mal. Habe ich da irgendwas übersprungen? Moment. Aluminium. Ne? Wartet mal. Und was? Wir hatten doch Nickel und Eisen. Möchte ich doch meinen. Hier ist Elektronikfabrik, ja. Plastikfabrik, okay, für die Spielzeuge und Elektronik und so, genau. Hier haben wir die Saftpressen. Modefirma. Was übrigens wirklich sehr, sehr lukrativ ist, kann ich nur empfehlen. Die intelligenten Möbel, okay, die unterscheiden sich vom Preis her leider nicht so krass momentan von den normalen Möbeln. Aber wir schaffen mehr Arbeitsplätze und ihr seht, die Butze ist voll. Ach, hier habe ich ja schon eine neue Recyclinganlage, na wunderbar.
Hier wird Nickel abgebaut, genau. Aber wo konnte ich jetzt nochmal Alu herstellen? War das im Stahlwerk? Nee. Jetzt sag mal, bin ich denn jetzt total blöd? Wo stelle ich Aluminium her, verdammt? Hier ist Stahl, okay. Plastik, okay. Schmuck, ist klar. Braucht halt nur Gold. Fahrzeugfabrik, ja, für Stahl und Gummi. In der Verarbeitung. Elektronikfabrik. Modefirma, Pharmazeutika, Fruchtpresse, intelligente Möbel. Sag mal, bin ich hier jetzt? Was stimmt nicht mit mir? Wie kriege ich Aluminium ran? Das muss ich doch mischen, das Zeugs. Hä? Vor allem, ich hab Aluminium. Okay, ich hatte bis gerade eben noch Aluminium. Nein! Okay. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Wir lassen die Zeit mal laufen, damit sich das hier alles wieder ein bisschen anhäuft. Und was ihr hier auch sehen könnt, wir haben hier halt einen stetigen Zuwachs an Mieteinnahmen dazu. Ab und zu mal gehen natürlich Löhne runter, das ist klar. Die fressen auch ziemlich viel, das ist auch klar. So, was fehlt dir zum Beispiel? Die fehlen jetzt ein Möbel. Ach so, ich könnte vielleicht auch mal aufhören, normale Möbel zu verkaufen. Auch wenn sie schön was bringen. Aber ich brauche ja auch erstmal normale Möbel auf Lager. Aluminium. Quatsch. Es wird gar nicht herge... Es wird abgebaut? Nein! Nein! Achso, wir bauen es ab. Ich wusste doch, ich habe Aluminium. Habe ich doch gesagt. Fuck. Okay, wir machen das jetzt hier für alle drei. So. Sehr schön. Das heißt, die produzieren es jetzt aus Planken, aus Stahl und aus Aluminium, je nachdem, was gerade da ist. Und nehmen das dann auch dafür. Und da werde ich jetzt natürlich aber auch sagen, dass Aluminium bitte nicht verkauft werden soll. Hier, 3,8 kostet es normalerweise. Wunderbärchen. Okay. Zollamt ist ebenfalls unter Besitz. Universitätsabsolventen fehlen. Ach hey. Ich glaube, wir könnten das Zollamt auch mal umsetzen. Ich setze es jetzt nämlich doch lieber hier oben hin. Um Gottes Willen. Wo kommen die alle her? So. Einige Hütten weggerissen. Da kam mal wieder Geld rein. Wunderbar. Apropos Überfallpunkte. Hier. Schatzjagd. Hier. Schatzjagd. Hier. Schatzjagd. Dankeschön. Die Autofabrik ist soweit. Alles klar. Wir machen mal wieder ein kleines bisschen langsamer. Autofirma oder Firmenwagen. Alle Angestellten können unabhängig von ihrem Wohlstand Autos nutzen. Die Unterhaltskosten steigen um 2 pro Angestellten. Verbessert die Arbeitsqualität um 5. Jetzt für alle Firmen? Das wäre so an sich ganz cool. Aber heißt das jetzt, dass ich dann keine normalen Autos zum Verkaufen produziere? Weil das wäre blöd. Ich probiere es mal aus. Wir werden es ja sehen. So. Gummi und Stahl wird benötigt, alles klar. Was könnten wir hier noch mit reingeben? Crash-Test-Dummies. Erhöht die Arbeitsqualität um 5. Machen wir. Vollautomatische Montage. Baut 2 Stellen ab, erhöht die Effizienz um 30%. Das Gebäude benötigt 15 Strom mehr. Machen wir. Verbesserte Abgastest-Software. Ach je, heikles Thema. Gehen wir nicht weiter drauf ein. Verbessert den Ruf bei Umweltschützern um 5. Sehr gerne. Okay. Stahl so an sich hatte ich jetzt hoffentlich rausgenommen aus dem Verkauf. Ich hab's mir schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Stahl, 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 Stahl. Ja, sehr gut, okay. Wo ich aber Pharmazeutiker sehe, wird's auch mal Zeit, dass wir eine Pharmaindustrie errichten. Dazu bräuchte ich aber Öl. Hab ich denn schon irgendwo Öl im Abbau? Ich glaube nämlich noch nicht. Da muss ich hier mal reinlumschen wieder. Öl? Doch! Hier haben wir Öl. Sogar 2-mal. Stimmt. Ach ja, das brauchte ich ja auch fürs Plastik. Genau. Plastik so an sich. Oh, da kommt aber nicht sehr viel Öl rein, ne? Ich meine, gut, wir haben auch die Mais. Also hier das Polymerzeugs. Dass wir das aus Mais herstellen, okay. Aber viel ist anders.
Ah, Highschool-Absolventen benötigt. Ach, du Jemini. Auf. Oh, Zigarren abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir momentan am Laufen? Fisch, Möbel, Schmuck, Rum, Saft, Schokolade. Bote. Ich guck nur mal eben, ob sich noch was Schöneres anbietet. Nö. Wir nehmen die Boote. In der EU. 9000. Los jedert. Apropos in der EU. Wie sieht's denn hier aus von der Meinung her? USA, wollt ihr mir wieder ein bisschen Geld schicken? Dankeschön. Russland und China sind dann wahrscheinlich bald die nächsten. EU sieht dann auch wieder ganz gut aus. Mittlerer Osten genauso. Wunderbärchen. Wir haben wieder ein kleines bisschen Geld. Finde ich ja schön. Finde ich das. Na gut. Dann glaube ich, so langsam aber sicher, könnten wir uns dann doch mal ein wenig darum kümmern, dass die... Nee, Moment. Ich bin noch nicht fertig hier. Was ist hier unten eigentlich die ganze Zeit? Sie sehen heute umwerfend aus, Präsident. Haben Sie etwas mit Ihrem Haar gemacht? Oh, ja, ich habe mich unter der Nase beim Rasieren geschnitten, aber danke. 3000 Wissen verkaufen für 2000 Schweizer Dollar. Ja, wir haben so viel Wissen übrig momentan. Alles klar. Deal abgeschlossen. Sehr schön. Das war ja auch noch eine kleine Mission. Sehr gut, sehr gut. Ich bin froh, dass... Dankeschön. Okay. Wir sind ja hier eigentlich noch nicht fertig. Ich bräuchte hier noch mehr... Hiervon. Ein neues Gebäude des gleichen Typs. Genau. Nee, Moment. Erst die Straßen. Erst die Straßen, Robin. Das nimmst du mal weg. Das wird jetzt alles ein bisschen versetzt, leider. Ach, hier geht das, oder wie? Interessant. Okay. So. Dann. Ich lasse die doch erstmal hier so stehen, wie sie stehen. Aber ihr seht schon vielleicht, was ich vorhabe. Ich will jetzt ein bisschen mehr gemischte Einwohnerschaft hier drüben einrichten für die ganze Geschichte hier. Und jetzt gefällt mir die Position der Fahrzeugfabrik doch nicht mehr. Na. Es fehlt tatsächlich an Stahl. Ist irgendjemand von euch vielleicht gerade mal dabei, Stahl zu liefern? Nicht? Oh, ich sehe auch gerade, ich habe hier einen unnötigen Umweg geschaffen. So. Haben wir hier eine kleine Abkürzung drin? Okay. Dann hätte ich gerne einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hiervon muss es leider auch etwas sein. Auch wenn es jetzt vom Stadtbild her hier echt nicht gut reinpasst. Ich hatte eigentlich Shift gedrückt gehalten, aber danke, liebes Spiel. So. Das soll dann hier erstmal entstehen. Natürlich brauchen wir hier auch wieder ein kleines bisschen Dienstleistungen und alles. Da könnten wir jetzt schon mal anfangen und sagen, die Taverne hier einmal kopieren. Aber hier passt noch so gut rein, ne? Mach ich mal so. Feuerwehr deckt ab. Polizei. Sollte eigentlich auch abdecken. Turm. Sollte auch abdecken. Der wird mir gar nicht... Ach, Mensch. Also. Kein Problem. Okay. Kino. Kino? Wie weit deckst denn du ab? Kann ich das irgendwo sehen? Du hast keinen Abdeckradius. Okay. Machen wir ein weiteres Kino dazu. Passt das gerade? Ach nee, schade. Oh, setzen wir das erstmal hier rein. Alles klar. So, es wird Zeit wieder zu beschleunigen. Meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass die Leute, wenn sie hier schon näher dran wohnen, dass sie dann sagen, sie gehen schneller zur Arbeit hin. Was ich jetzt aber noch bräuchte, wäre hiervon noch eine. Und zwar mitten hier rein. So. Damit alle, die dann hier wohnen werden, ganz, ganz schnell nur eine Station fahren müssen, um hier zur Arbeit zu kommen. Oder hier drüben hinzukommen, um feiern zu gehen, beten zu gehen, etc., 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 ne? Das ist zumindest der Plan. Ob es funktionieren wird, ist die andere Frage. Wie sieht es hier eigentlich aus? Huch! Wir haben Saft abgeschlossen, alles klar. Fisch, Möbel, Schmuck, Rum, Boote, Schokolade. Das ist alles nicht so der Renner hier. Och, Mensch, was ist mit meiner Maus los? Die springt immer runter und dann wieder hoch. Also ich glaube, ich muss da irgendwie mal doch eine neue ranholen. Mir ist ja letztens im Stream am Freitag auch das Gewicht unten aus der Maus rausgebrochen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe nicht mal irgendwie auf den Tisch gehauen oder so.
Elektronik, ja. Nee, warte mal, die Elektronik brauchen wir. Ich kann das gar nicht verkaufen, das Zeugs. Nimmst du Fisch? Ja, für 6.000 insgesamt. Ja, machst du den. Alles klar. Ach, verdammt, ich hatte schon Fisch mit der EU zu laufen. Nein! Na, okay. Wie sieht's hier aus? Ich mach wieder den. Ich mach wieder... Gewöhnlich sind grüne Pflanzen ein Zeichen der Frische. Aber wenn sich unsere Kokosnüsse im Lager grün verfärben, könnte Schimmel dahinter stecken. Könnte durchaus sein, mein Lieber. 10-25% der Plantagengüter, Baumstämme und Kokosnüsse im Lager werden jeden Monat zerstört. Was ist mit Hydrokulturbestände? Verdammt. Okay, Däumchen hoch. Däumchen hoch. Ich lese es mir mittlerweile nicht mehr durch. So. Alles klar. Die freuen sich drüber. Es ist relativ ausgewogen, immer mit dem Lama-Gedönse da. So, hier hat es mal kurzzeitig gebrannt, ist aber wieder gelöscht worden. Wunderbar. Gut, der Timer ist gerade am Meckern. Ist mir jetzt aber wurscht. Es geht immer noch kein Stahl her. Woran könnte das jetzt liegen? Die Stahlfabrik ist doch am Machen und am Tun. Wir machen wahrscheinlich zu wenig Stahl. Und die Leute kommen halt auch nicht zu arbeiten, alles. Und es fehlt massig an Mais, wie ich sehe. Oh je. Wir setzen mal die Stahlfabrik um. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wohin. Oh! Cool. So. Und wir kopieren sie. Und setzen direkt noch eine dazu. Ihr brauchtet Highschool-Absolventen. Ach, das waren sind auch noch zu wenig da. Ach nee, Quatsch, jetzt gerade im Moment noch zu wenig da. Okay. Zum einen ist der Transportweg jetzt kürzer. Zum anderen vielleicht auch der Arbeitsweg. Mit Glück. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz okay aus mit den Stationen. Hier ist Kanal Uno mit den Wirtschaftsnachrichten. Gute Nachrichten. Die Pilzinfektion, von der einige Immobilien betroffen waren, ist beseitigt. Von nun an bedeutet eine grüne Banane einfach nur, dass sie noch nicht reif ist. Ach, das ist schön. Glück gehabt. So, zack. 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 Gott, die fressen aber auch Plastik, die Dinger. Aber gut, ihr lieben Leute, sollte das heißen. Das war schon wieder für heute. Es geht vorwärts. Es sieht finanziell schon mal etwas besser aus. Durch diesen zwei, drei kleine Klicks sieht schon besser aus. Was ist hier los? Warum arbeitet die Recyclinganlage nicht? Ah, doch, sie arbeitet aber. Ah, okay. Es dauert jetzt nur erheblich länger, bis so eine Abfallanlage vollläuft. Okay. Na gut, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!